Einen wunderschönen guten Morgen. Die Wettervorhersage, die schwankt. Gestern Abend hieß es bewölkt, Regen, ganzer Tag. Jetzt schaue ich heute früh auf die Vorhersage. Wechselnd bewölkt, das haben wir im Moment auch, aber es zieht drastisch zu. Ich habe meinen Pilgerkollegen hier, einen Italiener. Gabriele. Sí. Ah, soy Silke. Silke. Der Gabriele. Und wir zwei werden jetzt zur Busstation gehen. Den Schlüssel haben wir schon abgegeben. Gucken, ob es überhaupt einen Bus gäbe. Denn heute wäre ein großer Fluss zu überqueren. Ich persönlich traue mir das bei Regen nicht zu. Und wenn ihr hinten guckt, da zieht sich das langsam zusammen, leider. Soll eine schöne Strecke sein, hilft jetzt nicht. Wir müssen gucken, dass wir sicher weiterkommen. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Kleine Richtungsänderung, wir gehen wieder ein Stück zurück und yippie, es fängt schon an zu regnen. Dann haben wir mal ein bisschen was von Casuera gesehen. Das sieht gut aus. Und der Regen wird unangenehmer. Wahrscheinlich sieht man das auf dem Video gar nicht so. Da steht ein Bus. Müssen wir mal gucken, dass wir mit dem richtigen mitkommen, wenn heute am Samstag überhaupt einer fährt. Kommt was hinten raus. Wir haben richtig Glück gehabt. Der Bus stand da und hat uns dann sozusagen noch mitgenommen. Es gab ein bisschen Probleme mit der Kasse. Darum habe ich den Busfahrer nicht mehr aufgenommen. Ich glaube, der war ein bisschen angesäuert. So, jetzt gibt es noch ein Bilder von der Fahrt. Hier werden auf der Straße frisch Churros zubereitet, so sieht das aus. Und es riecht fantastisch. Rico. Nach der anstrengenden Busfahrt haben wir uns mit einem Kaffee gestärkt. Bin eingeladen worden von Gabriel. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur Polizeistation, um uns den Schlüssel für die öffentliche Herberge zu holen. Ich hatte Spanier gefragt, es gibt hier kein Hostel weiter zu bekommen. Die Pension, die es gibt, die ist voll. Die Herren meinten, die Alberge würde auch nichts kosten, hätte eine Dusche. Alles prima. Lassen wir uns überraschen. Am Ortsausgang ist die Polizeistation. Da werden wir jetzt mal nachfragen, wenn sie geöffnet ist. Llama timbre. A la derecha. Noch nie. Da hat sich jetzt niemand gemeldet. Wir versuchen es jetzt nochmal per Telefon. Die Sonne ist da, es ist unglaublich. Ich weiß nicht, was mit dem Wetter hier los ist. Und wenn man hier guckt, tief schwarze Wolke. Oh, die Sonne ist da. Ich will euch noch einen kleinen Zwischenstand geben. Es kommt jetzt jemand zur Polizeistation, um uns aufzuschließen. Und wir befürchten gerade, also das habe ich mir schon gedacht. Übernachtung dort drüben im Sportzentrum ist super Sache. Da gibt es auch Duschen, alles was man braucht. Allerdings ist es so kalt und heute Nacht sind wir auch im unteren einstelligen Bereich. Die Sachen sind auch noch nicht ganz trocken von gestern. Wir sind uns noch nicht sicher. Eventuell nehmen wir dann doch ein Taxi noch im nächsten Ort oder einen Bus. Naja, Pilgern darf wehtun, aber man muss sich nicht erkälten. Und ich bin ja froh, dass ich nicht die Einzige bin, die so denkt. Gabriel hat mal ausgelotet, wie es da drüben ausschaut. Bin mal gespannt, was er zu berichten hat, aber wahrscheinlich ist alles zu. Man könnte natürlich auch, das fällt mir aber gerade nicht ein, in den nächsten Ort laufen, wo es gerade mal nicht regnet. Aber wenn man schon mit dem Bus gefahren ist, ist man so jetzt im Sparmodus drin, dass man sich schon fast freut, nicht zu laufen heute. Cerrado. Gut, dann warten wir noch ein bisschen. Es ist zu, wie vermutet. Die Polizei ist im Anmarsch. Ist gerade an uns vorbeigefahren und hat ein Zeichen gemacht. Wir sollen uns noch ein bisschen gedulden. Vielleicht sollte ich in der Zwischenzeit meine Sachen mal dazu hängen, damit alles trocken wird. Es ist kalt in Spanien. Auch die Spanier packen sich richtig dick ein. Sagt die schon, dass wir Ende April haben? Da ist er. Hat irgendwie noch eine Sonderrunde gedreht.
Und jetzt geht's los. So, es gibt Betten dort. Wir müssen nicht auf Matten schlafen. Ganz reizender Polizist, der uns jetzt zu den Räumen führt. Also wenn wir gehen, sollen wir den Schlüssel in den Briefkasten tun. Gracias. Debe de haber. Debe de haber agua caliente. Seguramente que hay agua caliente. Sí. O debería de haberla. Tiene un frigorífico, un microondas, un calefactor. Sí. Ah, bien. Perfecto. Bien. Perfecto. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues ya ve. Gracias. Hasta luego. Chao. Oh, Örtlichkeiten mit einer Dusche. Ja, ist doch ausreichend. Duschen okay, meine Klamotten werde ich wohl wieder nicht gewaschen finden. Dann laufen wir halt weiter dreckig rum. Donde quiere? Ah, prueba. Chelito. Guten Morgen. Heute haben wir wieder schönes Wetter. Es ist vielversprechend. Heute geht es nach Don Benito. 26, 27 Kilometer. Das Schöne ist aber, dass alle 10, 11 Kilometer ein Dorf dazwischen ist, wo man dann, wenn was geöffnet ist, auch Pause machen kann. Gabriel, der Italiener, ist noch am Start, aber auch unsere Wege werden sich heute trennen. Im Moment ist Zeit der großen Trennungen. Die Niederländerinnen sind eine Etappe zurück. Der Niederländer, der Hubert, ist schon weiter voraus aus Zeitgründen. Wenn ich dann Gabriel im nächsten Dorf abgesetzt habe. Danke. Dann bin ich ganz alleine unterwegs. So, Gabriel zeigt hier gerade auf einen ganz tollen kleinen Berg. Ich zeige euch den auch mal. Mit einem Dorf im Sonnenlicht am frühen Morgen. Wir haben erst kurz nach 8. Die Extremadura zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Viele Weideflächen. Rechts oder links? Ihr dürft noch einen Tipp abgeben. 50-50 Chance. Rescuero. Wir haben den Pfeil gefunden. Es geht nach links. Was auch Sinn macht, weil sonst würden wir wieder zurücklaufen. Mit der Alberge gestern hat super geklappt. Ich glaube, man kann es tatsächlich so machen, dass wenn man niemanden telefonisch erreicht, man tatsächlich hingeht und man bei der Polizei im Ort anklopft. Die sind dafür zuständig, den Schlüssel rauszugeben, das Geld einzusammeln. Ich muss dazu sagen, diese Alberge hat jetzt nichts gekostet. Da wollte der Polizist auch nichts für haben. Klar ist auch niemand, der da mal putzt oder mal die Decken durchwäscht. Dafür hat man ja seinen Schlafsack dabei, um sich gut zu schützen. Wir haben dann gestern im Ort noch ein nettes Restaurant gefunden, haben eine Kleinigkeit gegessen. Und als wir dann in die Alberge zurückkamen, war noch ein deutscher Pilger da aus der Berliner Ecke. Er ist aber schnell unterwegs. Er macht so 2 bis 3 Etappen am Tag. Respekt! Ansonsten gab es zum Abend hin noch ein bisschen Sonne. Viel Wind immer noch. Und da habe ich gedacht, so, jetzt reicht's. Und dann habe ich die wichtigsten Sachen schnell durchgewaschen und rausgehängt. Dafür ist mein Fahrradkord ganz gut, den ich dabei habe. Und auch die Sicherheitsnadeln, weil Wäscheklammern halten nicht unbedingt bei starkem Wind. Auch kann man sich mit den Sicherheitsnadeln mal einen Strumpf an den Rucksack hängen oder so, ohne Angst haben zu müssen, dass da was abfällt. Darum ist meine Empfehlung immer, keine Wäscheklammern, Sicherheitsnadeln. Und die wiegen auch gar nichts. Ja, und die Sachen sind tatsächlich noch trocken geworden. Dann gab es eine schöne Dusche und saubere Sachen. Ich bin gerade so langsam, weil es geht hier
über so einen Rost. Das war dann letztendlich irgendwie das Highlight meines Tages, endlich mal wieder in saubere Klamotten reinzukommen. Heute früh ist es noch recht kalt. Heute dürften es bis 13 Grad werden und sonnig. Also wechselnd bewölkt ist angegeben. Im Moment macht die Wetter-App so ein bisschen Probleme oder das Wetter in Spanien, keine Ahnung, wie man will, da sich stündlich die Vorhersage völlig ändern kann, so wie es gestern auch der Fall war. Aber dazu sage ich euch noch was später. Hier gibt es Riesenmaulwürfe. Das hat hier doch was von der Meseta, was meint ihr? Nicht viel, was einen ablenken kann. Ein Findling, wie auch immer er hierher gefunden hat. Seht ihr schon die Rauchwolken da hinten über dem Dorf? Ja. Da wird gerade mein Kaffee frisch aufgebrüht. Extreme Dura, Ende April. Alles steht voll im Saft. Ich glaube, ich habe dem falschen Städtchen Bescheid gegeben, Kaffee zu kochen. Scheint wohl doch das auf dem Berg zu sein. Dort vorne, das wird wohl Magaceda sein. 11,5 Kilometer und eine Frühstückspause. Wir spekulieren gerade, ob vielleicht heute alle Cafés dort oben zu sind, weil wir Sonntag haben. Aber, so wie ich die Herren im Dorf kenne, sind die morgens um 10, 11 Uhr in der Kneipe oder halt im Café, um sich einen kurzen zu trinken. Zumindest hat man das in letzter Zeit auffällig häufig gesehen, egal an welchem Wochentag. Das ist wirklich imposant, wie die Häuser in den Berg gebaut wurden. Echte Handwerkskunst. Da oben gibt es einen Kaffeeautomaten heute. Ich finde nur gerade keinen Pfeil. Hier ging einer geradeaus. Muss ich wirklich da oben rüber? Ist das euer Ernst? Kann man nicht dran vorbei? Moment, ich muss das mal checken erst. Frauen unterhalten sich hier im Dorf sonntagmorgens. Wir werden tatsächlich doch bis hochgeschickt, um dann hinter dem Hügel wieder runter zu laufen. Es gibt noch die Schnellstraße oder Landstraße, aber ist auch hübsch, sich mal die Küche anzuschauen, die wahrscheinlich wieder verschlossen sein wird. Die Glocken mit Verstärker. Es geht einmal bis nach ganz oben. Jetzt gibt es die erste Pause. Ich bin oben auf dem Berg angekommen in der Stadt. Schaut mal, was ich für eine Kulisse habe hier. Unglaublich, oder? Was für ein schöner Platz. Irgendwo braucht man alles irgendwann auf dem Camino. Alles macht irgendwie Sinn. Ich habe eine kleine Tienda gefunden. Da gab es einen Kaffee aus einem ziemlich verstaubten Kaffeeautomaten. Und Baguette. Dieses Baguette hat sogar einen Namen. Gallardo 1939. Und das Geburtsjahr steht auch mit. Und da ich jetzt schon seit einigen Tagen, warum auch immer, hier so Pâté mitschleppe, Leberwurst, unterschiedliche Leberwürste in kleinen Packungen, passt das wunderbar. Habe ich ein fantastisches Frühstück. Das werde ich jetzt genießen. Hier oben ist
ist es gleich kälter auf dem Hügel. Das ist erstaunlich. Gleich geht es wieder runter und dann sind es ja, vielleicht 8-9 Kilometer bis ins nächste Dorf. Hatte ich schon erwähnt, dass ich mir auch noch eine Nacht geholt habe. Muss sein. Das ist ja Zitrone. Lecker. Ich weiß nicht, ich schleppe so viel Essen mit rum. Das hätte völlig ausgereicht. Irgendwie habe ich Angst zu verhungern. Ich glaube, mein Rucksack, das Gewicht besteht nur wegen des Essens. Ich esse zu viel, zu gern. Keine Ahnung. Das Hostel, beziehungsweise ich meine, es nennt sich sogar Hotel heute, kostet 32 Euro. Insofern würde ich einfach mal Reste essen machen. Passt doch gut. Ich habe wirklich alles da. Dann spare ich heute mal mit dem Essen. Schau, dass ich meine Reste aufkriege. Ich habe ja auch noch ein Dreiviertel Baguette. Das ist ein Riesenbaguette, was ich jetzt hier bekommen habe. Dann lege ich in mein Budget. Und einen Platz an der Sonne habe ich hier. Es fehlt eigentlich nur noch das Toilettenhäuschen. Dann wäre das perfekt. Da hat sich schon jemand was von meinem Baguette geklaut. Guck mal. Da sieht man schon den Weg. Dann machen wir mal die Rechnung auf für das Frühstück. 90 Cent für den Automatenkaffee, 40 Cent für das Muffin und 1 Euro für Spaghetti. Zum Wetter heute. Ah, es wird nicht richtig warm. Ne? Also 13 Grad maximal ist vorhergesagt. Im Moment ist das Wetter ganz toll zum Pilgern. Es ist zu kühl, um ohne Jacke zu laufen, aber mit Jacke unwahrscheinlich angenehm. Ich bin jetzt wieder alleine. Gabriel ist in dem Städtchen geblieben und wird morgen eine andere Richtung einschlagen, um nach Salamanca zu kommen. Den Rest kennt er nämlich schon. Vielleicht treffen wir uns in Salamanca wieder. Er sagte vor einem Jahr zu dieser Zeit, muss es hier unglaublich heiß gewesen sein. Also man kann wirklich nicht vorhersagen, wie es im April hier ist. Es kann kalt sein oder auch schon richtig, richtig heiß. Aber so wie der Tag heute ist, gefällt mir es wunderbar. Nachdem ich gestern etwas frustriert war. Warum war ich frustriert? Nun, die Wettervorhersage. Ich habe leider nur einen Screenshot von morgens gemacht, nicht vom Abend davor. Weil der Abend davor 100% Regenwahrscheinlichkeit. Dann morgens wechselt bewölkt, viel Sonne, kein Regen angegeben. Und darum dachten wir ja, jetzt geht's los, jetzt marschieren wir. Ja, und dann sind wir raus aus der Alberge und standen wieder im Regen. In dem Pilgerführer steht... Da wir genau davor Respekt hatten beim Regen und die letzten Tage gab es ja schon viel Regen, durch diesen Fluss zu warten, war ja der Entschluss, die Strecke nicht zu laufen. Dann ist am frühen Abend noch ein Pilger in die Alberge dazugestoßen, der ja 2 Etappen gemacht hat, unter anderem auch unsere. Gut, er war viel später auf der Strecke unterwegs, aber trotzdem. Er sagte, er hätte keinen Regen weiter gehabt und vor allen Dingen, da muss kein Fluss durchquert werden. Da gibt es eine Brücke. Das hat mich dann schon sehr geärgert. Aber man muss es positiv sehen. So habe ich die Füße hochlegen können. Habe ein bisschen an den Videos basteln können. Habe einen Kaffee gefunden, das Wifi hat. Dass ihr auch wieder eins zu sehen bekommt. Manchmal etwas später als geplant. Aber ich bin tatsächlich sehr abhängig hier vom Wireless LAN. Und natürlich auch von meiner Technik, die auch nicht so unbedingt auf dem neuesten Stand ist, um die Videos fertig zu machen. Nun, nichtsdestotrotz ist der mozarabische Weg im Moment für mich irgendwie so ein ziemliches Auf und Ab. Tage, wo man unterwegs sein kann, sind wunderschön. Und dann gibt es immer so ein paar Stolpersteine, wo man versucht, vorsichtig zu sein und kein Risiko einzugehen. Und denkt sich dann, naja, vielleicht hätte man es doch versuchen können. Wie auch immer. Ich bin wieder unterwegs. Es macht mir Spaß. Ich hatte heute Morgen auch so den Drang, endlich zu laufen. Darum freue ich mich, dass die Strecke heute auch ein bisschen länger ist. Die ist mit 26,5 Kilometer angegeben. Dann schätze ich mal, werden es so 28 werden. Und dann bin ich wieder zufrieden mit mir. Ja, es geht hier ganz wunderschön. Schaut mal. Ach, das ist herrlich. Ganz wunderschön durchs Land. Hinten ist schon eine riesige Schafherde. Die werde ich gleich auch nochmal
vom Namen aufnehmen. Zeig immer auf Städtchen und sage, da gehen wir jetzt hin. Und liegt dann falsch. Ich sag das jetzt nicht. Ich deute nur mal an, dass man, wenn man ganz weit vorausschaut, Häuser erkennen könnte. Aber ich habe nichts gesagt. Für heute ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch im nächsten Video wiedersehe. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Alles Liebe. Ciao.